Genau so ist es, ja. Wie mache ich das denn jetzt? Aber ich meine zumindest, okay, es sind viele Faktoren, wie du schon sagtest, die aus der Kindheit herrühren oder was wir eben auch dann im späteren Leben noch erfahren durften, sage ich jetzt mal. Hat ja alles irgendeinen Sinn. Wie schaffe ich es denn aber dann jetzt wirklich auf die Ursachen? Ein ganz praktisches Beispiel gerade bringen. Im Sommerurlaub. Da, wir waren in den Bergen, wir gehen nämlich gerne wandern und ich hatte auf einmal Schnupfen. Also mitten im Sommer dachte ich, was ist denn jetzt los? Das ist Heuschnupfen. Heuschnupfen habe ich schon Jahre nicht mehr gehabt. Ich weiß gar nicht, 10 Jahre nicht mehr oder so. Heuschnupfen. Und wir gemacht, getan, gemengt, dass diese Heuschnupfen da weggehen. Der Heuschnupfen ist weg, ist nicht weggegangen. Und irgendwann stellt mir meine liebe Frau so eine ganz bescheuerte Frage. Wollte sie hören? Logisch. Raus damit. Da steht nur, Markus, von was hast du die Schnauze voll? Also die Nase voll. Ja. Da würde ich einfach mal empfehlen, schaut einfach mal bewusster dorthin, was euch im Leben halt einfach immer wieder irgendwo widerfährt. Wo ihr sagt, Mensch, scheiße, warum passiert mir das immer und immer und immer wieder? Warum fährt mir einer immer in die Kreuzung? Warum kriege ich immer die Vorfahrt genommen? Warum werde ich vielleicht auch im Job gemobbt? Warum habe ich, warum werde ich vielleicht ausgelacht? Egal was auch immer, ja. Warum kann ich nicht kochen? Warum kann ich nicht kochen, ja? Und da sind wir genau. Warum werde ich nie gesehen? Ja. Oder sowas. Ja, und das hat sich halt durchs Leben durchgezogen. Dieses Verantwortungsbewusstsein, dieses Funktionieren müssen und irgendwann, ja, hat man eben sich damit auseinandergesetzt und das, bei mir macht es sich wirklich tatsächlich bemerkbar, dass es sich, wie du schon sagtest, körperlich auf den Nacken dann eben auswirkt. Und immer schön dran denken, wenn du das Gefühl hast, oh Gott, die Schultern zieht es nach vorne, die Mundwinkel und negative Gedanken, denk immer dran, lass dir diesen Zustand nicht rauben. Wir lassen uns alles rauben, aber bitte Zustand. Und genauso werde ich heute durch den Tag gehen. Super. Und auch morgen. Ja, auch. Und natürlich auch morgen, ja, selbstverständlich. Ja, und wenn man die Ursache gefunden hat und es löst, dann bist du quasi, ich sag mal, ein neuer Mensch.